Ich muss sagen, Schnee erlebe ich im Real Life eh schon mehr als genug, deswegen bin ich schon froh, wenn ich aus dieser Welt hier heraus bin. Ja, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play New Super Mario Bros. 2. Zwei Level sind's noch und dann haben wir's. Einmal ein ganz normales und dann natürlich noch das Castle. Ich habe das Gefühl, hier ist ein paar Münzchen. Es kommt sicher noch die Phase, wo irgendwann am Anfang was versteckt ist. Sprich, einfach zurücklaufen und dann ist da was. Das haben die im Retail ja gerne gemacht. Warum nicht hier auch wieder? Und ich habe so ein Gefühl, die goldene Blume werde ich brauchen. Deswegen, ganz gutes Timing jetzt bitte. Ja klar, und der Fisch kommt auch. Ey, ich hätte die Blume auf alle Fälle gebraucht, wenn... Weil wenn mir der jetzt die ganze Zeit auf die Nerven geht, dann mache ich mir schon Sorgen. Oh oh, ich bin gerade gecatcht, ich bin gecatcht. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Also wie kann ich den am besten loswerden, ne? Aber ich verstehe schon das Level. Also es wird wahrscheinlich die ganze Zeit nur auf so eine Flucht beruhen. Das heißt, der Kerl taucht immer dann, wenn ich ihn nicht brauche, auf. Wie soll ich ihn da... Okay, Stampfattacke. Eine andere Methode ist nicht... Nein, jetzt bin ich klein auch noch. Ja, jetzt reicht schon das Berühren von dem Fisch und ich bin down. Ich hoffe, ich habe da jetzt mal nicht zu viel versäumt. Ich gehe kurz mal zurück, aber ich glaube... Ja, tatsächlich. Mann, das ist langweilig. Da waren die... Oh, okay, es wird schon wieder interessant. Alles gut, ich sag schon nichts mehr. Ja klar, jetzt wird der Münzblock auch noch blockiert. Wo ist der Fisch? Da ist er. Schnapp zu, bitte, danke. Also ich werde nicht probieren, hier die 50 zu knacken, weil da müsste ich echt ein bisschen krank sein. Vorsicht. Der ist schnell. So, Checkpoint habe ich. Damit bin ich schon zufriedener. Unten oben. Ah, ja, ja, ja. Ich bin... Okay, nee, ich bin noch nicht tot. Scheiße. Das ist nicht gut. Ja, jetzt bin ich down. Verdammt! Oh, ich brauch da... Ich muss da groß sein. Ich war jetzt gerade noch überrascht. Ich dachte, er hätte mich erwischt. Weil der kann ja einen verschlucken. Oder muss er wirklich zentral in sein Maul reinfliegen? I don't know. Ich will es aber nicht ausprobieren. So, da ist er. Jetzt aber. Hä? Nee, sag nicht, ich brauche hier wirklich die Goldblume. Ich meine, da geht nicht mal der Tanuki. Ich vergesse es immer wieder, unter Wasser kann man ja keine Stampfattacke machen. Also irgendwo wird das sein oder ich habe schon verkackt. Aber ich gehe stark davon aus, dass da die Ding ist, die zweite Sternmünze. Da ist noch eine. Ja, hier ist ja auch die Röhre raus. Und das müssen sie natürlich auch unfair machen. Ey, come on! LOL, da kannst du keinen falschen Weg einschlagen. Jetzt check ich. Das sind so miese. Vor allem, ich habe mich jetzt eventuell... Ja. Ich habe mich selbst in eine Sackgasse reingehauen. Das Problem ist nämlich, wenn ich da zu viele Blöcke auslöse, dann komme ich da nicht mehr raus. Aus der Lücke. Mann! Meine, eine Sache könnte ich probieren. Vielleicht kriege ich mit dem roten Ring eine goldene Blume. Ich glaub's zwar nicht, aber probieren kann man's ja mal. Hier geblieben! Okay, nee, leer nicht. Aber zumindest eine Bossblume, das heißt, ich kann die vier nämlich jetzt endlich mal klatschen, außer sie fressen mich natürlich vorher. So, nichts auslösen, nichts auslösen. Links war richtig, dann rechts. Haha, diesmal habe ich nicht. Lol, da kriegt man sogar einen Stern spendiert. Ja gut, der ist jetzt lost leider. So, ich bin gespannt. Nee, das ist erst die zweite. Okay, ich hatte Glück. Das ist wieder nur ein Münz-Secret eventuell. Und der Stern ist nicht weg. Ich habe nochmal den bekommen. Der wollte doch zu mir. Das freut mich. Oh! Okay, gut, die Blume ist leider weg. Okay, da unten ist noch was. Hä? Auf der anderen Seite. Achso, okay. Ja, diese Fische sind natürlich eine gute Ablenkung. Das heißt, es kann immer irgendwas sein, was du halt nicht siehst. In der Hinsicht, weil du halt nur auf der Flucht bist. Und das war hier so ein Moment. So, das ist easy. Die rechte Röhre wird wieder rausführen, oder? So ist es. Gut, das gibt mir wenigstens Hoffnung. Nein, jetzt ist sie schon wieder da. Ach komm. Spawn Trap. Unfair. Zählt nicht. Der Münzrekord, by the way, ist jetzt 23 dann.
Weil so viel habe ich da jetzt nicht mehr gesammelt. Ich war gerade einfach nur geflasht und dachte mir so, nein. Ah, ich muss irgendwas einblenden. Na, zum Glück nicht. Und Sequel wird es ja keinem mehr geben, nehme ich an. Übrigens, das war eine der mit Abstand beschissensten Sachen im Wii-Teil. Da hattest du nämlich das Problem, du konntest nicht mal erahnen, wo ein Secret sein könnte, in welchem Level, anhand irgendwie der Vorlage auf der Overworld, weil das teilweise in die unterschiedlichsten Richtungen gegangen ist. Also da hattest du keine Chance. Einerseits natürlich cool, weil das heißt, du musst jedes Level nochmal absuchen, aber andererseits, ja. Ich wäre dankbar gewesen, hätte man das doch schon gesehen, aber ja, hier in... Nein, komm. Ja, jetzt habe ich den auch noch verkackt. Vor allem, ich komme da nicht mal hoch, what the hell? Gut, dann wird da oben auch nichts sein. Das ist einfach nur ein Stachelkugelregen. Kann mir das ehrlich gesagt zwar nicht vorstellen, aber ich vertraue dem Spiel einfach mal. Hier geht ein Stern raus, nach dem Tanuki. Ja! Wenn es nicht unter Wasser ist, dann läuft. Nein! Ihr habt gesehen, was ich getan habe. Geht's. Ich hätte die Münze nicht einsammeln dürfen, aber ich glaube, ich kann das noch triggern. Ah, das ist schwierig. Weil ich stoße mir da wieder in den Kopf die ganze Zeit. Kann ich da irgendwo Anlauf nehmen? Ich glaube nicht. Ja, ich hab's geschafft. Okay, alles gut, alles gut. Wobei, ich drücke den Schalter trotzdem. Eventuell tauchen da Münzen auf, so ist es. Das sage ich natürlich nicht, nein. Gut, da oben ist nichts. Ah, ich hasse P-Switches, die nach wichtigen Münzen platziert sind. Ich fand, das kannst du in dem Spiel halt wirklich gut machen. Ja, klar. Noch ein bisschen unfairer vielleicht, aber ich hab's. Weil du denkst nicht die ganze Zeit nur ins Münzen sammeln. Und dann passiert dir sowas halt immer. Mein Gefühl sagt mir schon wieder, dass da oben irgendwas ist, aber das ist schon... Nein! Tanuki in Gefahr, Tanuki in Gefahr. Weg da, weg da, weg da. Gut, die letzte wird da unten sein wahrscheinlich. Ist da unten Abgrund? Nee, nee. Deswegen, ich wollte jetzt gerade nicht runterspringen. Abgrund, immer eine gefährliche Geschichte. Aber passt schon. So, und ich glaube, damit ist das... Mann, ich hätte es mir eigentlich denken können. Ja gut, ist am Ende wieder was? Ja! Es bleibt ohne Konsequenz. Gut, dann ist es an der Zeit, dass wir Morten jetzt endlich mal panieren. Der hat mir auch in der Winterwelt wieder einiges Schönes beschert. Er hat die Fassis ausgepackt, er hat Spikes rausgenommen, also... Der hat schon jetzt einen schönen Tritt verdient. Schöne Arena. Was ist denn sein Plan? Er schießt auch mit Stachelkugeln, ey, so ein... Gut, ich weiche den mal gekonnt aus. Ich wollte gerade sagen, er ist sicher so einer, der, genau, die ganze Zeit, wenn er verschwindet und aus der Röhre kommt, macht er Stampfattacke. Wenn so das ist, ist es natürlich easy. Ja, Leute, also bisher muss ich echt... Also Wendy war am schwierigsten bis dato. Die hat mich auch einmal gekillt. Ich werde allgemein hassig von der die Ringe. Nur das halt im Wasser kämpfen war halt nicht so meine Sache. Der Rest war bisher eigentlich relativ einfach. Ein paar fehlen noch immer. Also Welt 5 normalerweise ist immer so ein, genau, so ein Ludwig-Ding. Also so die vorletzte Welt. Weil der Ludwig, der ist mit seinen Multiflammen auch immer sehr effektiv. Und dann noch wahrscheinlich noch viel Abgrund. Da haben wir Welt Nummer 5. Wolkenwelt. Juhu. Im Blumenpaket ist eine neue Welt für den Münzrausch verfügbar. Genau, das heißt, wir haben das Blumenpaket jetzt auch fast voll. Von den normalen Welten haben wir es voll. Die Special-Welt fehlt noch. Aber Leute, das machen wir erst alles nach dem Projekt. Vor allem, ich habe da noch was anderes vor. Also, nach dem Projekt, nachdem wir den Story-Mode abgeschlossen haben mal. Also Bowser den berüchtigten Tritt in sein A gegeben haben. Nach dem Projekt, ist gut gesagt. So, Wolkenweltner. Das heißt, sehr, sehr viel Abgrund. Ich glaube, ich habe da oben schon die erste Sache gesehen. Schon die erste Sternmünze, ha? Huh? Okay, nee, es ist ein Münzblock. Eindeutig. Ich sag nicht nein.
In letzter Zeit ist das Sammeln der Münzen sowieso irgendwie nicht so mein Ding gewesen. Die krassen Level haben wir eigentlich alle schon hinter uns. Also Welt 2 war ja da sehr gut, was das Münzensammeln anging. Jetzt in letzter Zeit war es dann nicht mehr so. Hoch da, hoch da, hoch da. Ja, aber klar. Ich glaube, da oben ist aber auch noch was. Da in der Mitte. Ja, guten One-Up. Ich hatte jetzt gerade irgendwie die Hoffnung vielleicht auf eine Ranke, aber nee, das war leider nur ein Glaube. Lol, das prallt ab. Gut, da kriegen wir wenigstens so Münzen. Ja, ja, ja. Ist halt alles schon wieder so unfair. Ich weiß nicht, da unten kann man irgendwas verstecken, aber ich glaube das nicht. Hä? Achso, warte, nein! Ich bin tot. Nee, nee, ich lebe noch. Okay. Oh. Stimmt ja, das sind Seile. Da darfst du gar nicht allzu lange ruhig stehen bleiben. Weil sonst bist du raus. Und hier ist eine Ranke. Also die Vermutung hat sich sogar noch bestätigt. Nur halt nicht bei der Stelle davor, sondern jetzt. Das wird höchstwahrscheinlich die letzte Sternmünze sein. Da ist sie. Ja, genau. Bei ich glaube, damit wird der Münzblock jetzt weg sein. Ja, verdammt. Okay. Achso, wäre eh egal gewesen. Hier muss er sowieso runter. Okay, jetzt bin ich wieder auf festem Boden, ne? Ich hoffe, dass die Seile nicht allzu oft vorkommen. Ja, das ist gut. Hol ich mir noch ein paar Münzchen. Gut, vorbei. Ich würde sagen, ach komm ey, wie soll ich das wieder hinbiegen? Es ist, glaube ich, möglich, aber nur schwer. Nein, das war ein schlechter Sprung. Ich hab das noch nicht ganz geschnallt. Also ab wann springt der wirklich ganz hoch und ab wann nur so semi? Andererseits, wer weiß, ob die Seile ob das nochmal kommen. Aber Seile sind sehr effektiv gegen mich. Weil dann musst du mal überlegen, dann denkst du, vergisst du, verdammt, du stehst auf wackeligen Untergrund und dann, ja, it's over. Und die Lakitos dürfen natürlich auch in einer Wolkenwelt nicht fehlen. So, wie kriege ich dich da runter? Einerseits ist gut, stimmt, weil, wenn man einen goldenen Ring hat, dann droppen die ganz fleißig Münzen. Leider keine, die liegen bleiben. Ah, verdammt, das war zu spät. Ich nehme einfach alles mit. Das wirkt gerade irgendwie so ein bisschen wie ein Münzlevel. So ein Spitz. Ah, nee, ich hätte weiterlaufen sollen, eventuell. Nein! Haha! Na, komm, nicht so dumm! Okay, da ist was. Ja, also wieder so ein Münzbonus. Ist aber nicht wirklich gut, muss ich sagen. Nee, nee, das ist absoluter Schmutz, der Münzbonus. Nein, ist schon wieder so dumm. Wow. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Der goldene Ring ist zwar einerseits geil, aber andererseits scheiße. Ich müsste mich jetzt alle besiegen und das kann ich leider nicht. Und hier wird wahrscheinlich nichts sein. Ja, der wirft ein bisschen was ab. So, und ich habe jetzt schon eine wichtige Frage. Unter mir. Da könnte auch schon wieder irgendwas versteckt sein. Ein Sternchen könnte ich bekommen. Warte, das kriege ich hin. Ja! Ja klar, und ich werde nochmal klein, ey, lächerlich. Hä? Achso, stimmt ja. Wartet, da ist was. Jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich ein Problem. Scheiße, 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 ich weiß nicht, wo ich lande. Ich weiß nicht, wo... Ich lande im Abgrund. Ich dachte mir gerade nur so, weil die Kamera so komisch geschwenkt ist. Ja, es ist ein bisschen schwierig gerade. Hatte ich einen Check... Ja, ich hatte einen Checkpoint gehabt. Ich stelle mich kurz mal in Sicherheit und hole mal kurz meinen Tanuki. Ich laufe jetzt auch nochmal zurück, ganz kurz. LOL, da ist ein Stern drin. Okay, dann nutze ich das jetzt gleich mal aus.
Jawohl! Besser geht's ja fast gar nicht. So, dich habe ich. Tatsächlich, da oben ist was. Wohin leitet mich das? Zu einer Röhre. Ist das ein Secret Exit? So eine Sternmünze ist auf alle Fälle. Gut, hier nochmal der Goldring. Ja, perfekt erwischt. Oh ja, Münzregen wieder. Also ehrlich gesagt, jetzt bin ich gar nicht mehr traurig über den Tod. Der war gut. Der war wirklich mehr als nur gut. Ich habe fast 500 Münzen wieder. Das war nur eine Sternmünze. Das hätte aber auch gut ein Secret Exit sein können. Okay, also die besiegen ist echt nicht schwierig. Ja, verdammt. Da, 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 da. Gut, das ist die andere. Passt, die nehme ich. So, wo geht's weiter? Da ist sicher noch irgendwo was. Da ist eine Röhre. Das ist also bei Lakito-Leveln, ich hasse es. Ich hasse es einfach. Jedes Mal in der Luft alles. Was habe ich vorher gesagt? Wir hatten schon relativ lange kein Level mehr, wo wir wirklich gut Münzen sammeln konnten. Hier ist der Gegenbeweis. Verdammt, mein Ding ist weg. Also hier kommst du mit einem Tanuki relativ weit. Und ich komme sogar beim Fahnenmast runter. Wobei, das ist jetzt... Ja. Ob das jetzt so gut ist? Ja, Safe Call ist da was versteckt. So Safe Call ist da was versteckt. Schau euch das an, da oben ist ja so ein Level-Ding. Hier geht nichts, rechts wird's gehen, aber das schaut blöd aus. Nee, nee, da ist nach vor der Röhre noch was. Das ist keineswegs das Einzige gewesen. Da schaue ich jetzt nochmal nach. Nicht, weil ich Münzen haben will, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Ich flitze nochmal ganz kurz durch. Den hole ich mir auch nochmal. Aber jetzt schon wieder 139... Gut, okay. Also, das hat jetzt nichts mit dem zu tun, mit den Münzzeiten. Das war eher der Block, weil der hat ja auch 100 gehabt. So, dann schauen wir nochmal. Aber ich meine, das ist ja auch noch immer sehr verdächtig. Ich habe da nämlich irgendwas im Hinterkopf. Ne, nicht, weil ich mir was gemerkt habe oder angeguckt habe, sondern einfach so ein Gefühl. Jetzt wäre ich fast... Oh, jetzt wäre ich fast mit der Wolke runter! So, wieder neue Wolke, passt. Da, 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 da. Ich weiß nicht. Nee, also, das ist mir irgendwie zu eintönig. Als ob man da wirklich nur eine Lakito-Passage macht. Ja, hier ist die eine Röhre. Genau, da ist sie aus. Aber was soll die Röhre da eigentlich? Das macht für mich gar keinen Sinn. Aber es scheint wirklich so, dass da alles clean ist. Auch wenn ich es nicht glauben will. Zwischen den Blöcken haben wir nichts, ne? Aber ich könnte... Ich wollte gerade was anderes sagen, aber egal. Ja, lass mal so stehen. Ich vertraue dem Spiel einfach mal, dass da nichts ist und dass ich da einfach so hochkomme. Deswegen, wir schauen uns das Level mal an. Diese Stachel-Links, die sind auch schon wieder so scheiße. Okay, nee, es ist eine Raketenröhre, okay? Also, du wirst da rausgeschossen. Raketenröhre, Kanonenröhre. Gut, das war jetzt vielleicht nicht so klug, aber juckt nicht. Oh ja, oh ja, ja, ja!
Jetzt kommen die coolen Level alle zum Vorschein. So, da schießt mich wahrscheinlich einfach nach oben, oder? Tatsächlich. So, wenn sowas ist, vielleicht drüber auch noch was. Tatsächlich ein Mini-Pilz. Das ganze Level spielt sich also auch mit Mini-Mario. Ja, Leute, jetzt natürlich aufpassen, denn... Ich weiß nicht. Gut, ne. Also, ich sag mal, da drüben ist nichts. Mini-Mario bedeutet nämlich auch, dass ich jetzt tatsächlich auch durch die kleinen Goombas sterben kann. Das ist nicht ausgeschlossen. Ach so, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Also, ohne... Das war übrigens die zweite, sehe ich gerade. Scheiße. Okay, wo haben wir noch was? Oder wo gibt es noch eine Möglichkeit? Das wird eine normale Kanonenröhre sein. Oder ist das so ein Level, was du mehrfach spielen musst? Kann auch sein. Okay, das wird wahrscheinlich die letzte sein. Ah, verdammt, ich wollte die noch mitnehmen. Wie kriegen die bitte? Also entweder eine Kanone oder jeder Mini-Pilz. Ah, oder von hier. Ach so, wartet mal. Ist kleiner Mario da langfliegen? Ne, geht auch nicht. Hä? Was willst denn du von mir? Kanone vielleicht. Die führt rein. Ja, die ist es. Okay, die schießt sich dann nach oben. Das war jetzt die dritte. Das ist mir ein bisschen too much, ehrlich gesagt. So, was macht die? Okay, die ballert mich auf dem Ziel. Auf dem Zielfall. Gut, Leute, also da müsst ihr auf alle Fälle nochmal nachgucken. Also die mittlere Röhre hat mich nach oben geschossen. Oder die eine Röhre da mit der Münze am Anfang. Da gibt es noch zwei andere. Ich habe so ein Gefühl, da wird was sein. Gut, hier ist wirklich nichts. Ja, so Kanonenröhren, das ist auch eine schöne Sache. Warte mal, ist das eigentlich auch eine? Ne, es ist eine normale. Ja, nochmal ein bisschen Münzbonus sammeln. So, ich bremse jetzt ganz kurz mal ab. Okay, hier ist nichts. Gut, der ist weg. Ja, aber da gibt es ja nicht mal eine Möglichkeit, wie du da hinkommen könntest. Da brauchst du einen Stern. Ansonsten gelingt das nicht. So, hier war der Checkpoint. Ja, ich will den Mini-Pilz jetzt nicht verlieren. Also hier wird dir gezeigt, du musst darüber. Da oben ist die, okay. Also die eine Röhre da, die macht's. Die führt dich zum letzten. Ja, tatsächlich. Ja, die führt dich wieder zurück. Hä? Ja, da verkacke ich das auch noch so dumm. Ach so, und die ballert dich dann wahrscheinlich da durch, wo ich ursprünglich von der Sternmünze gekommen bin, von der zweiten. Mhm. Trotzdem, ich krieg mein Gefühl nicht los, dass da links irgendwas war bei der Einrichtung. Deswegen, ich guck mir. Ich sammle mal den Mini-Pilz, glaube ich, auf. Also als Reserve. Lol. Achso, der war drüber, stimmt ja. Ach, noch eins drüber vielleicht wartet. Ne, das ist nichts. Aber ich könnte den Sprung von hier riskieren. Wartet. Okay, nee, dann bin ich wieder da. Also ich kann auf alle Fälle springen, aber es bringt mir nichts. Gut, dann schauen wir uns die eine Röhre nochmal an. Aber ich glaube, da bin ich wieder da, wo ich ursprünglich hergekommen bin. Genau, das ist die Stelle. Achso, nee, warte, da bin ich eins drunter gerade. Gut, das heißt, ich kann nochmal eins hoch. Oh!
Wir müssen es natürlich auch nicht übertreiben. Das ist halt eine freche Sternmünze, man muss es einfach so sagen. So, dann hier den Sprung, da werde ich wahrscheinlich jetzt beim Ziel rauskommen, wollte ich sagen. So ist es auch. Okay, da ist hier auch nichts. Hä? Aber wie komme ich dann zu dem Level dahin? Das ist eine gute Frage. Gut, wie lange sind wir... Oh Gott, die Aufnahme ist schon lang genug mittlerweile. Also viel... ich wollte schon sagen, ey, wie lange nehmen wir schon auf? Okay, Leute, ich würde sagen... Falls da irgendwo ein Secret Access versteckt ist, dann werde ich den jetzt einblenden. Ansonsten, ne, wird jetzt die Endcard kommen. Also, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. Okay, Leute. Also, der Secret ist relativ unfair. Aufgepasst. Ich habe jetzt meinen Tanuki. Ich werde hier kurz mal ein bisschen Anlauf aufbauen. Und mir kurz den Boost holen. So, ihr erinnert euch an die Stelle hier. So, dann hier ist die Ranke, die hatten wir auch schon. Da oben war nämlich eine Sternmünze versteckt. Könnt ihr, glaube ich, euch alle jetzt noch erinnern. Also die, die hier jetzt fliegt. So, und jetzt wird's interesting. Ich weiß nicht, ob der Wonderpilz irgendwie schon eine Einleitung in das Ganze ist. Ich muss schnell machen, ich habe nicht mehr viel Zeit. Und zwar hier, bevor man da runterspringt. Wartet. Hier. Hier ist eine weitere versteckte Ranke. Jetzt haben wir wieder hier so ein Part. Jetzt muss ich aber aufpassen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, verdammt. Das macht der Zeitdruck, der macht gerade zu schaffen. Man muss auch aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Aber hier ist er. Der verdammte Secret Exit. Der, nee, also... Nee, 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 nee. Das ist, der ist wirklich unfair. Da habe ich keine anderen Worte dazu. Sowas frei. Da ist ein Geisterhaus auch noch! Das ist nicht nur irgendein verstecktes Level, das ist ein Geisterhaus, was sich dort verschanzt hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also das werden wir gleich im nächsten Part als erstes machen, damit ich das hinter mir habe. Leute,